So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben nochmal Modern Horizons 2 Set Booster. Ich habe noch ein paar Set Booster, ich habe noch ein paar Modern Horizons Booster, ein paar Draft Booster. Gucken wir uns an, was wir haben. Ich hatte gerade ganz, ganz kurz eine Freude, dass wir eine Karte von Liste haben. Aber wir haben leider dumme Werbung mit einer doch sehr süßen Krabbe. Und eine Artkarte. Okay, und ein Mountain. Und dann haben wir einen Landscaper Koloss. 6 Mana, 4-6. Und wenn er ins Spielfeld kommt, was? Legen wir eine Karte aus dem Friedhof unter sein Deck. Okay, für 2 Mana Basic Land Cycling. Hä? Egal. Echoing Return. Für ein schwarzes bringen wir eine Kreaturenkarte und alle mit demselben Namen aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Hört nicht bad für ein schwarzes Mana. Sinister Starfish, 2 Mana 0-3, tappen bis Surveil 1. Also, wir können eine Karte angucken, können sie auf den Friedhof legen, wenn wir wollen. Tiserius Charger, 3 Mana 3-2 mit Escape. Also, für 5 Mana können wir 5 Karten aus dem Friedhof exilen und die aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Und wenn die aus dem Friedhof über Escape zurück ins Spiel kommen, kriegt die entweder eine +1/+1-Marke oder eine Fliegendmarke. Disciple of the Sun. 5 Mana 3-3 Lifelink. Wenn sie ins Spielfeld kommt, bringen wir eine Karte. Mana kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Okay, wir haben so ein Return aus dem Friedhof-Theme hier. Okay, sehr cool. Tideshaper. Ein blaues Mana 1-1 mit Kicker. Wenn er ins Spielfeld kommt und gekickert wurde, können wir ein Land zu einer Insel werden lassen, solange er im Spielfeld bleibt. Und er kriegt +1/+1, wenn er Gegner ein Land kontrolliert. Also eine Insel. Ein Mana 2-2, der Gegner verliert ein Land. Das ist cool. Necrogolf. 5 Mana X4 und der hat gleich der Anzahl an Kreaturen in allen Friedhöfen Angestärke. Zu Beginn des Versorgungsmanns von jedem Spieler wirft dieser Spieler eine Karte ab mit Madness. Er ist nicht bad, aber wird, glaube ich, auch nicht gespielt. Dann haben wir eine Asmoran Mardikadaistina Kuldaka. Ja, eine Asmo. 3-3 Kreatur, rot-schwarz. Wenn wir in diesem Zug eine Handkarte abgeworfen haben, können wir die für ein rotes oder schwarz spielen. Wenn die ins Spiel kommt, suchen wir unser Deck nach einer Karte namens The Underworld Cookbook. Zeigen Sie auf dem Vor, nehmen Sie auf die Hand. Und wir können 2 Food opfern, um 6 Schaden zu fügen. Einer Kreatur. Seal of Removal. Ein Mana Enchantment. Wir können dieses Enchantment opfern, um eine Kreatur zurück auf die Hand zu bringen. Wunderschön hier mit dem Watermark. Echt, echt cool. Und wir haben eine Aeomöbe. 4 Mana 2-4 fliegend und wir können die Power und Toughness davon switchen. Oh, schmeiß nicht weg. Oh, wir haben noch eine voll. Und Dinosaurier. Deckertuch. 4 Mana 4-3 Wachsamkeit. Wenn der Schaden zugefügt bekommt, proliferate. Stop, smell the roses, eat the peoples. Geil. Ja, gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.